Hallöchen, Servus, Grüezi und Hallo, willkommen hier heute zu Rotdokumenta Teil Nummer 10 Ja. mit The Semtex. Jubiläum. Was? Ja, Teil 10. Boah. Unsere erste Null. Wir sind immer noch im Boah, Low-Level-Bereich. ist das schlecht. Boah, ist das schlecht. Ja. Das muss Jemen. gefeiert werden. Wo seid ihr? Da. Ach ja, halt die Fresse. Ein Level 9er, den finde ich jetzt schon sympathisch. Ja. Und ich sage jetzt schon, der Sali geht mir jetzt schon auf den Pinsel. Bisschen. Vor allen Dingen, ich glaube, sobald man ins Prestige geht, kann man sich einen Perk aussuchen, was man irgendwie mitnehmen kann. Und lasst uns raten, welches Perk das bei 95% der Leuten sein wird. Ghost. Ding, 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 ding. Ach ja. Da machst du nichts, Marianne. Nee. Standoff, jawohl! Geht doch, es gibt noch Maps, Ich die man. vermisse aber, ich vermisse, Maul, ich vermisse aber, einer ist raus bei uns. Ich vermisse so eine wirkliche Firing Range Map. Die ist geil. Die hätte, also wenn sie irgendwann mal wie bei MW3 auf die Idee kommen mit Terminal, mal eine Black Ops Map in Black Ops 2 zu holen, wäre Firing Range wäre geil. Ja, ich vermisse sowas hier. Also Standoff finde ich noch mit die sympathischste Map. Ja. Standoff, Slums finde ich cool. Was noch? Da hört's auf. Also Ja, wird's echt schon eng. in Nuketown finde ich, kann man manchmal noch ganz geil spielen. Ja, Nuketown ist für mich Modern Warfare 1. Immer Das Black ist Ops für mich, 1. ja, Black Ops 1. Modern Warfare 1. Das ist für mich jetzt nichts irgendwie, keine neue Innovation. Neue Map ist es nicht. Komm von der Seite, war Renner A. Doch nichts zu sehen. Auch nicht schlecht, ne? Die laufen rüber zu A, wir laufen rüber zu C und keine Sau interessiert sich für B. Oh Gott. Und dann ducken sie sich wieder so schnell weg, dass der kaum Geld hat. Und dann hast du einen Eckenhocker. Und schon wieder hockt der eine auf dem Dach rum. Nee! Boah, bist du ein Schwanz, ey! Wer? Hinten am Traktor gammelt einer. Oh. Schade, ich war fast bis zu A durch. Schon zwei, drei Leute vorbeigekämpft. Schön Semtex Doppelkill gemacht. Da rennt er schon wieder dahin. Alter. Junge, hier klatscht es gleich, aber kein Beifall. Ich hab keine Semtex. Was Ja, hast du nicht? ohne Tür. Keine Ey, Granaten, wieso oder? spawn ich denn hier, wenn ich noch nicht mal einen Meter laufen kann? Ah, schade. Ey, ganz ehrlich, ich stehe da direkt mit C schon vor der Tür. Da bin ich jetzt auch bei A. Das Spiel lässt mich dann nochmal schön spawnen, weißt du?
Ey, du bist. Boah, bist du ein hässliches Kind, Alter. Es gibt echt einige Widerlinge hier, ne? Boah, gerade noch B gekriegt, bevor dieser Text eingeschlagen ist. Der gammelt da die ganze Zeit, Alter. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde diese ganze Flash-Geschichte und Stun-Geschichte ist relativ stark hier im Spiel. Also das ist echt, dass du bei manchen Dingen, zum Beispiel bei diesem Shock-Charger, kannst du echt gar nichts machen. Ich finde diese Schreie teilweise lächerlich, die wenn sich geben. Alter. Das ist doch ein schlechter Witz. Ich glaube, mein Fehler, was KD-technisch angeht, ist, dass ich wirklich durchgedrenne. Assist. Was war das jetzt? Wo kam jetzt diese Kugel schon wieder? Wieso habe ich eigentlich manchmal keine Killcam? Es geht mir total auf den Sack. Das ist so klar, Junge! Ich konnte. 84-82. Alter Junge, ist das ein Schimmelverein? Sondersgleichen, ey. Es ist echt nicht mehr feierlich. Die sind echt hart, also die sind echt ganz hart. Die betteln richtig darum, dass du da mit dem RPG in die Häuser reindrückst, ne? Ohne Flachs. Alter Schwede. Ja, genau. Ja, ich hab's verstanden. Ich bin ja schon tot. Das ist so phänomenal. Ich verstehe das nicht. Wie kann ich da zusammen mit einem Teammate gerade zum zweiten Gegner wegholen und auf einmal ist einer im Rücken? Ja. Was ich sagen muss, stellenweise bei den Abschlussserien, was mich stört, dass du einfach stumpf tot umfällst, weißt du? Du wirst nicht mehr vorgewarnt. Bei der Predator, die hast du noch gesehen, du konntest noch schnell wegspringen oder sowas. Aber hier, puff tot. Der doch nicht mal hier. Feindlicher Hellstorm oder feindlicher Lightning Strike hat er nicht mal ausgesprochen, ist das Ding schon eingeschlagen. Und da hocken sie wieder hinter den Strohballen, wenn du zu A hin willst, wenn du rechts außen rum gehst. Brauchst du gar nicht versuchen, Krieger. Ich verstehe das nicht. Teilweise merke ich nicht, dass man auf mich schießt. Ich falle einfach tot um. Lass mich doch da rein, Alter! Nur, dass die einen Ja. Sniper im Haus haben. Ey, ganz ehrlich, weißt du, was mich tierisch ankotzt, dass bei jeder Ecke, wo du rumgehen und auf den Gegner treffen kannst, überall stehen Fässer und Kisten, hinter die denen auf dich warten können. Es ist so ranzig, ey.
Überall. Du kannst hier überall hinterhocken. Hier steht so viel Kleinkram rum, der alles kugelsicher ist. So, dann kommst du einmal hinten rum durch, holst da zwei Schimmler weg, ne, und dann spawnen sie da natürlich auch wieder. Da rechnet ihr noch nicht mit. Du kommst hinter dir, du kannst dich die gemütlichst wegholen. Komm aufs Gemütlichste. Mir am Arsch lecken jetzt hier. Und schon wieder hockt einer hinter einer Wand. Und Shock Charge. Oh Gott, verdammte Scheiße hier. Gleich. Mach ich aus meinem Controller einfach einen Wurfcontroller. Das ist so widerwärtig. Alter Finne, ey. Alter Finne. Dreckswunde. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Alter Fede, ey. Ja, Textbook. Alter. Und ganz ehrlich, dann schimmeln die schon wie blöde und schaffen wir im höchsten Fall ein 30 zu 22, weißt du? Und schimmeln sich schon tot. Tschüss. Verreckt. Ja. So, alles klar. Ich bin auch irgendwie gerade mit meinen Klassen sehr unzufrieden. Nee, erstmal muss ich hier wieder die Semtex reinpacken. Ja, ohne Semtex geht gar nichts. Scheiß auf die neue Wildcard. Habe ich noch die Dual Max drin? Das sah so besser aus. Nur hier Laser. Probieren wir es mal so. Auch Black Ops, komm. Dankeschön. Kommen wir nochmal Nuketown zum Abschluss hier. Ja. Weil es ja viel Spaß macht. Nuketown mag ich. Mal schon mal eine Suchen- und Zerstören-Klasse. Hall. Ja. Bei. Capture the Flag. Oh, Herrschaft. Herrschaft.
Machen wir hier mal das rein. Was sind sie sonst Score Streaks mit? Loadster? Nee. Habe ich jetzt mal. Ich habe jetzt mal UAV Guardian Lightning Strike. Weil Guardian, das finde ich ganz geil für Herrschaft. Nix. Wenn man den mal bekommt. Sprengkommando. Ach, Demolition. Ich habe Domination gelesen. Scheiße. Ich habe jetzt. Ja, ich habe jetzt aber einen Guardian dabei. Ist auch nicht schlecht. Ja. Ich plante aber, das sage ich, ne? Plante mal. Also ich bin niemand, also mir ist es relativ egal, ob jetzt eine, zwei oder fünf Bomben liegen oder. Ich krieg ja nur Assist, Alter. Ich sniper gleich wieder oben aus dem Haus, ey. Mit der Sniper, mit der ich gespielt habe, kriegst du auch nur Assist, also. So, die Mikrowelle steht. Die Idee war geil, fand ich. Ah, hol ich mal vor, bitte. Vielleicht habe ich ja hier einen Loadstar drin. Sempex reinschleudern. Oh, hast du das gesehen? Nee. Den Killfeed hier gerade? Double Kill habe ich gesehen. Das war sogar ein Quad gewesen. Geschützt nehme ich mit. Ich weiß noch nicht, wo ich das Geschütz hinstellen soll. Das ist Kacke. Jawohl, jawohl! Genau! Oh Junge, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Also ich mach grad Kills, ich mach grad Punkte wie blöd. Guardian Kill, nice. Jetzt die Dinge auch töten. Wie viele Assists soll ich hier insgesamt noch machen? Hä? Wie viele? Ich spiele schon ohne Schalldämpfer. Was soll ich noch machen? Döner raufpacken oder was? Du gehst mich da oben am Sack. Da unten auch nicht. Schade. Was war das? Ach, was siehst du?
Ja, dann wirst du direkt wieder von der Seite weggewichst. Es war so klar, es war so klar, es war so klar. Soll ich wechseln? Wie wechseln? Was wechseln? Ah, ne, der hatte ja. Ja, Barry Barczak. Oh ja, schön am Pimmel da, ey. Ja. CFG Overdose. So, Sticky haben wir gesetzt hier. Deckung, ich lege, Deckung, ich lege, Deckung, ich lege. Ja, ich bin noch rund ums Spawn. Bin down. Aber Bombe liegt. Sehr gut. Ja, und Typ entschärft. Kommst du an die Bombe nicht ran, die ist zu nah am Gegner spawnen. Na gut. Du kommst schon ran, wenn die Leute da auch hingehen. Ja. Mal gucken, was bin ich. Ah ne, jetzt bist du. Ich meine, wir haben sie ja schon zweimal gelegt und die kriegen die sauschnell entschärft, das ist das Ding. Eigentlich nicht. Du musst nur zwei Leute vorne an dem LKW haben. Pass auf, wir werden jetzt hier richtig zerfickt. Das Ding ist, ne? Also es lief ja richtig enorm geil, als ich diese drei Guardians stehen hatte. Assist. Junge, wie viele Assists soll ich hier auf diesem verschissenen Ding noch kriegen? Ne! Da stellt der ein Schild auf, Junge! Ein Schild! Boah, ist ja erst jetzt mal was hinstellen kann, ey. Versuchst du die ganze Zeit hinten drunter zu schießen? Das Schild hat ihm schon ein klein wenig auf den Keks. Loadstar. Boah, wie der über sein Schild drüber. Ey, du kannst jetzt hier dein Gerät zum Glitschen jetzt sogar mobil mitnehmen. Ja. Ist das assi? Diese alte Schildfotze. Ich dachte, er ist schon lange tot. Oh Mann, ey. Ja, genau. Das liegt schon mal easy. Ja. Mit was für einer Waffe spielst denn du? PDW. Ich mag die. Wieso? Ja. Ich krieg nichts hin. Ich krieg einen Scheiß, krieg ich hier. Bei mir war das Ding, ich werd zerfickt ohne Ende.
Bei mir war das der Anfang der ersten Runde, lief enorm geil. 3, 4 Guardians gleichzeitig gehabt und sowas, das hat Punkte reingehagelt ohne Ende. Oh, dieser Macker mit dem Schild, der geht mir so gewaltig auf die Eier, ne? So. Immerhin gewonnen. Also in so einem Moment noch zur Bombe zu rennen, ist ein klein wenig doof. Relativ. Ja, weil wenn man sieht, nö, bei unter einer Sekunde noch hinlaufen, mich entschärft man eben schnell. Echt widerwärtig. Ja, das war Runde 11. Ja. Und in diesem Sinne... Würden wir mal sagen, bis denn, tschö, tschö und viel Spaß noch. Ja, Heidenspaß. Ja, Freude ohne Ende.